Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Ich dachte, wir fangen heute die Folge mal an, indem ich Evoli entwickle. Und wir gucken mal, was ich das so entwickeln kann, was ich so für Steine habe. Ich habe mal geguckt, welche Steine ich da habe. Hier, da seht ihr einmal alle Steine. Die werden wir jetzt einmal alle nach und nach angucken, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie die Entwicklungen aussehen. Schauen wir mal. Momentan ist so die Typenkombination, die ich am coolsten finde, mit Fee und Eis. Das wären so meine Favoriten, glaube ich. Vor allem Fee habe ich ja noch gar nicht. Deswegen fangen wir nicht mit Fee an. Wäre ja auch langweilig. So, wir fangen mit Wasser an. Und schauen mal. Oh, süß. Okay. Aha, nicht schlecht. Das ist interessant. Es sieht sehr cool aus. Das ist ein cooles Design. Okay, gut. Und es geht weiter mit dem nächsten Stein. Und zwar ist es jetzt der Donnerstein. Mal gucken. Blitzer. Ich stelle mir vor, es ist sehr stachelig. Schauen wir mal. Oh, okay. Es ist so, hinten so Zekrom oder so. Das sieht ja spannend aus. Oh nein. Oh nein. Okay. ja. Haben die keine Custom Sprites für Blitzer? Fies. Das ist sehr fies. Ich meine, Aquana hat immerhin einen. Ist auch noch nicht die letzte Entwicklung. Also von Evoli ja, aber nicht vom anderen Teil. Der muss sich noch fertig entwickeln. Mal gucken. Wir machen mal die anderen noch. Und der nächste Stein ist der Blattstein. Oh, das wird cool. Ich mag die Evoli-Entwicklung. Das ist ein sehr feines Evoli. Oh. Okay. Es kriegt schon mal das Blatt. Das ist gut. Okay. Okay. So Volipurba steht ihm auch ganz gut, oder? Fies, dass Blitzer nichts gekriegt hat, oder? Okay, Volipurba sieht auch sehr cool aus. Und das nächste ist der Feuerstein, also feines Flamara. Mal gucken. Hat das einen Custom Sprite bekommen? Ich finde, es sieht danach aus, oder? Und? Feurio? Okay, sieht lustig aus. Okay, finde ich cool. Sehr wild. Ja, nicht schlecht. Es sieht ein bisschen aus wie so, als hätte es so, als wäre es so ein Kuchen mit Sahne auf dem Kopf. Aber schön, schön, schön. Immer noch fies, dass Blitzer nichts bekommen hat. Bisher, das ist gemein. Armes Blitzer. Und als nächstes haben wir den Mondstein. Ich bin sehr gespannt, wie das mit Nachtara aussieht. Ich hoffe, es hat einen Custom Sprite bekommen. Es wäre sehr fies, wenn nicht. Es wäre ultra fies, wenn nicht. Oh, sieht aber gut aus. Nur Blitzer nicht. Niemand mag Blitzer. Das ist ja gemein. Komm schon. Und? Ja, okay, es ist süß. Okay, kann man machen, kann man machen. So ein Nachtara. Gefällt mir. Niemand kann den Namen aussprechen. Umxur. Umxur. Sehr gut. Okay, als nächstes kommen die nächsten, die nächsten zwei sind so die, die ich von den Typkombinationen eigentlich am coolsten finde. Eisdrache und Feedrache. Ich bin mal gespannt, was die beiden für uns haben. So, es wird spannend. Wir nehmen als nächstes den Eisstein und machen ein Glaciola aus dem Evoli. Okay. Sieht wild aus. Ist es ein Custom Sprite? Ich bin nicht sicher. Okay, okay. Nein, danke. So, und jetzt kommt noch zuletzt die Felinara-Entwicklung. Ich mag ja Felinara sehr gern, deswegen hoffe ich, es sieht cool aus. Oh, okay. Okay, das sieht nach Custom Sprite aus. Wäre ja fein. Oh, es ist süß. Es ist pink. Okay, cool. Ja, ich würde aber sagen, ich wollte mir nur mal angucken, wie die so aussehen. Und die Entscheidung treffe ich dann aber lieber, wenn es voll entwickelt ist. Weil bis dahin, ich weiß ja nicht, wie das nachher aussieht. Und wenn ich das jetzt so lasse,
Ich meine, es gibt einen Stein, soweit ich. Gibt es einen Stein, der zurückentwickelt? Nee, nicht in diesem Spiel. Das wäre schon cool. Ich glaube aber in Infinite Fusion war das nicht. Das war irgendein anderes Fangame. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt erstmal noch Evoli. Ich mache das, bis es sich entwickelt. Damit ich das gut einschätzen kann. Weil momentan ist es ja noch auf der zweiten Entwicklungsstufe. Der Drachenteil zumindest. Und dann schauen wir mal. Ja, würde ich sagen. Dafür muss aber noch ein bisschen gelevelt werden. Wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter durch die Siegestraße. Und ich level dabei mein Evoli. Und ich hoffe, ich finde noch ein paar Trainer, deren Level ein bisschen höher ist. Weil momentan... damit will ich nicht leveln, bin ich ganz ehrlich. Das scheint mir nicht der optimale Trainingspartner zu sein, wenn er einen Saffron dabei hat. Wobei, vielleicht sieht so ein Absol Smetbro später ganz cool aus. Ich kann es nicht mal aussprechen. Dit Trio. Ach, hey, oh, na, ach. Hübsch. Weiß. Ja. Das ist ein Pokémon. Ganz toll. Weg damit. Das ist der Jake. Was war denn das? Jake. Ich weiß auch nicht. Muss man da den Tierschutz, den Pokémon-Schutz anrufen? Okay, das sieht wild aus. Spider-Man einfach. Es ist einfach Spider-Man. Spannend. Wen haben wir als nächstes? Oh, mehr Pokémon hast du nicht. Na gut. Spider-Man. Mit Spider-Man könnte ich vielleicht ganz gut leveln. Wenn der leveln möchte. Ich will eigentlich nicht kämpfen, dankeschön. Hi. Mit dir will ich kämpfen, aber nicht mit dem wilden Pokémon. Jetzt die Überlegung, was ist das wohl für ein Typ? Danke dafür. Oh. Ich habe aber auch schon viel Schaden gekriegt. Okay. Dafür, dass ich erst so ein paar Trainer besiegt habe, seit ich wieder hier bin. Was soll? Glurak. Nein. Glurak. Glurak. Dankeschön. Huh. Gruselig. Beunruhigend, wenn man Pokémon levelt und dann kommt da ein wildes Pokémon, das einen nicht vorbeilässt. Was haben wir denn hier? Verteidigung, Geschwindigkeit, Spezialangriffen. Hey, du mit Spider-Man, kannst du... Nee, schade. Er redet irgendwas von Vögeln und hat einfach Spider-Man dabei. Nun, Magnetails. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht sehr cool aus. Hm, hier habe ich eine Bodenattacke. Ja, die Robustheit bringt ja auch nichts. Marudo. Madu? Okay. Okay. Ich dachte echt, das macht mehr Schaden. Es ist was? Ich dachte, das. Ah, natürlich, das ist Flug und nicht normal. Fies von ihm. Ich finde, das sieht aus, als wäre es eher Typ. Den Normaltyp von. Was bin ich sehend? Ist das der Storch, der die Babys bringt in dem Spiel? Ich glaube schon. Wild. Sehr wild. Ich kann auch gar nicht einschätzen, was das für eine Typkombination ist. Okay, es ist noch Eis. Gut. Auf Wiedersehen. Nein, das lernen wir nicht. Ja. So, welches Level hat das denn? 41. Fehlt nicht mehr ganz so viel. Erstmal hier wieder. Oh, das war schon mein ganzes Wasser. Okay. Traurige Geschichte. Ich habe auch noch 3 Rare Candy. Okay, 3 Sonderbonbons hätte ich theoretisch. Warum geht's hier nicht weiter? Brauche ich Surfer, um hier weiterzukommen? Ich glaube irgendwie schon, oder? Geht's weiter? Doch, ich kam von hier. Also muss ich wahrscheinlich... Lorak. Lass mich in Ruhe. Muss ich wahrscheinlich weiter surfen. Ah, ja.
Ha. Guten Tag. Warte, ich bin gar nicht auf der Siegestraße. Ich bin auf der Strecke rüber nach... Ich dachte mir doch schon, Digga. Aber komme ich von hier aus dann... Ich bin verwirrt. Komme ich von hier aus dann in die Liga? Muss ich dafür nicht von dem Liga-Haus aus los? Ich bin... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Oh, ah, nein. Das hat... Das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Stiesauer. Eigentlich müsste ich dafür hier drin bleiben, aber das hat jetzt gesenkte Verteidigung. Lieber nicht. Oh nein, es ist voll entwickelt. Oh, ich hatte okay. Wir machen erstmal eine Attacke, die nicht trifft. Ist nicht sein Ernst. Zweimal hintereinander hast du nicht getroffen. Ich bin äußerst enttäuscht. Das Ding sieht krass aus und so, als würde ich ihm nicht begegnen wollen. Förwig. Ich habe gar keine Ahnung. Komm mal rein. Kriegst du ein Level up? Bald bist du schon... Oh, nee. Oh. Krieg ich das besiegt? Das Problem ist, es ist halt nicht wirklich fertig entwickelt. Oh, das ist verwirrt. Traurige Geschichte. Bist du Geist? Okay. Ja, ich bin sehr stark. Du stehst voll im Weg. Was soll das denn? Ja, die Toyo-Fälle. Aber brauche ich dafür nicht Kaskade? Ich habe keine Kaskade. Ist das der richtige Weg? Pizza, hi. Bye. Muss ja der richtige... Oh nein, da vorne ist eine TM. Oh, es war noch ein... War das noch ein Sonderbonbon? Was ist das? Gibt es hier eigentlich zwischendurch was zum Heilen? Hi. Ja, natürlich. Ich bin auf der Siegestraße, um an der Pokémon-Liga teilzunehmen. Das macht Sinn, oder nicht? Das Ding macht mir ein bisschen Angst. Ich bin ganz ehrlich. Das sieht beunruhigend aus. Zum Glück ist es nur ein Electek und nicht entwickelt. Gut. Drachenpuls. Charme kann dafür gehen. Fariken. Aha. Weiß ich, was das ist. Natürlich. Ah ja. Bei... Ja, okay. Okay. Den hinteren Teil habe ich mir überlegt, dass er das sein könnte, aber auf das Porenta, aber klar. Macht Sinn. Jetzt, wo man es weiß, macht es Sinn. Nun. Anorion. Oh, eine Flamara. Eine Evoli-Entwicklung. Eine Flamara-Entwicklung. Wenn es jetzt Flamara ist, wäre das lustig. Nee, es ist Nachtara. Okay. Alles klar. Es hat böse geguckt. Genahkampf. Oh, Level up. Heatwave. Nee, da behalte ich lieber Feuerzahn. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin zu viel. Zu viel für was? Wo geht es lang? Ich hab keine Ahnung. Hier geht's wieder zurück. Okay, das ist der schnelle Weg zurück. Zum Heilen. Eigentlich bräuchte ich heilen. Oh! Wir sollten mal heilen gehen. Das ist doch der Weg zum Heilen. Das ist nicht der Weg zum Heilen, oder? Oder doch? Haben wir schon gekämpft? Nein, haben wir nicht. Okay. Okay. Wilde Fusion. Wild. Wir wechseln mal hier auf meinen Geist. Pfeffergebrumm, ja. Ja, mal. Es rollt ja. Ja.
Es ist zwar nicht sehr effektiv, aber es macht trotzdem genug Schaden. Das zählt ja. Belfari. Ach du, was zum... Okay, tschüss, Belfarik. Das sah cool aus. Trotzdem muss man ihm nicht unbedingt begegnen, bin ich ganz ehrlich. Blablabla. Wie viel ist es jetzt? 43. Fehlt immer noch ein bisschen. Ach, da unten geht's doch raus. Okay, alles klar. Schönes Pokémon war das. Bidiza, könntest du... Warum ist in der Siegestraße Bidiza? Es ist irgendwie sehr passend. Fühle ich, dass auf der krassesten Route für alle Trainer überall Bidiza sind. Fühle ich sehr. Wobei, ich glaube, ich bin noch nicht auf der Siegestraße, sondern nur davor, oder? Habe ich da eine Karte, wo ich das nachgucken könnte? Kann ich ja auch... Ah ja. Toyo-Fälle. Das kann ja nicht richtig sein. Die Karte ist, macht gar keinen Sinn. Okay, wie komme ich denn oben raus? Ich bin so verwirrt. Aber ich muss eh leveln, also können wir auch die Route da unten machen. Was auch immer sie ist, wo sie ist. Ich verstehe die Karte nicht. Die Karte ist nicht das, was ich sehe. Jetzt hier oben irgendwo raus. Es geht nur hier links raus, ne? Nö, es geht sonst noch nicht. Oh, du hast mich vor 2 Sekunden vorbeilaufen sehen. Bist ein bisschen nervig. Ich hoffe, ihm ist das bewusst, wie nervig er ist. So, wo ist die Insel, die ich vorhin übersehen habe? Toll. Der nervt. Voll Rio. Voll Rio, könntest du... Könntest du bitte damit aufhören? Warum kann ich denn von dem nicht entkommen? Ich meine, das ist halb Arcani. Das wird der Grund sein, aber... Trotzdem, was soll das denn? Toll. 4 reichen halt leider auch nicht, um das fertig zu entwickeln. Ich kann ja mal surfen. Wo ist denn die Insel? Hä? Wie komme ich denn da hin? Ich habe keine Ahnung. So jedenfalls nicht. Falls ihr euch gewundert habt. Na dann. Gehen wir mal weiter. Geht's hier oben eigentlich weiter oder ist das nur eine Sackgasse? Das scheint nur eine Sackgasse zu sein. Frag. Du schon wieder. Okay. Dann müssen wir weiter hier hochlaufen. Warum muss ich den ganzen Weg da außen rumlaufen? Warum baut keiner Treppen, dass ich hier hochgehen kann? Was soll das denn? Voll unnötig. 2 Sola. Okay. Wow. Okay. Das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Ein bisschen zu viel, finde ich. Dark Bass. Ich habe keine Ahnung, was Dark Bass ist. Ich meine den Bassteil. Aber, oh, Darkrai. Au. Alle Darkrai-Fusionen sehen irgendwie cool aus, oder? Ach, schön, okay. Das liegt an der Farbkombination, weil Darkrai so eine coole Farbkombination hat. Damit kann nur alles cool aussehen, fürchte ich. Daran wird es liegen. Was machst du in der Wiese und warum verfolgst du mich? Was soll das? Es ist hoffentlich weg. Oh. Okay. Hat das wohl das Stern-Du? Ach nee, das Stern-Du zurück. Es hat es nicht gegessen. Hallo. Heilen Sie mich? Boah, Mist. Ich hätte vorhin gar nicht zurückgehen müssen. Egal. Jetzt ist zu spät. Ich glaube, der will kämpfen. Okay. Ich glaube, das war ein Ja. Ich denke, das war ein... Oh. Oh, Drem. Wer hat dir das angetan? Okay, gut.
gut, dass ich kein Drache bin. Sonst hätte das, glaube ich, wehgetan. Wobei, kriegt ja keinen Step. Warum hast du das getan? Er hat einfach ein legendäres Pokémon und er dachte sich, jo, Myrapla, damit sollte ich das fusionieren. Das ist bestimmt eine fantastische Idee. Und es war eine ganz, ganz fantastische Idee tatsächlich. Hi. Ja, ja, das hast du. Du hast bestimmt einen Bisaflor dabei. Wir sind uns alle ganz sicher. Ein, ja, ungefähr das Pokémon, das angekündigt war. Das sieht ungefähr. So ganz grob ist es genau das. Feuerzahn. Was ich nicht bedacht habe, ich dachte, oh, Tauros. Kampfattacke. Aber zu diesem Tauros gehört noch der Geist. Also nicht Kampfattacke. Keine Kampfattacke für mich. So. Gut. Ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich level jetzt eben das hier noch schnell zu Ende. Dauert ja hoffentlich nicht mehr so lange, dass es sich entwickelt. Und nächste Folge legen wir dann fest, wer die finale Entwicklung wird. Sehr cool. Ja. Macht es gut. Bis dahin. Und Mirio.